Und seid damit wieder ganz, ganz recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Call of Duty 2, meine Lieben. So, wir haben in der letzten Mission das Panzergeschwader angefangen, haben den Corsair-Angriff relativ gut überstanden, haben jetzt den 88er Kampf und ich würde sagen, wir fangen auch sofort an mit dem Söldner, denn let's go. So, 17. Januar 1943, 8.30 Uhr, Libyen. Sonnig, leicht, windig. 25 Grad, schon um 8:30 Uhr. Alter Schwede. Das Afrika-Korps zieht sich nach Tripolis zurück. Zur letzten größeren Versorgungsbasis dieser Region. Und das hier ist es, durch die Verteidigungen zwischen hier und Tripolis durchzubrechen. Und die Deutschen so zu zwingen, diese wichtigen Versorgungsgüter aufzugeben und sich nach Tunesien zurückzuziehen. Für diese Mission wurden wir mit besserer Panzerbrechermunition ausgestattet, aber dennoch müssen wir sehr nah an den Feind ran, um maximale Wirkung zu erzielen. Panzerkommandant David Welch, 7. Panzerdivision. Oh, na denn, los! Passt sie auf! An der nächsten Kante sind einige 88mm Panzerabwehrbeschütze. Die Zebra-Gruppe in den Shermans wird sie beschäftigen, während Fox und Baker die linke Flanke umfahren und sie von der Seite treffen. Gruppenkommandeure melden sie sich. Baker One bereit! Fox One bereit! Zebra One zeigt es ihnen! Baker und Fox, panzerbrechende Salven laden und schnell vorrücken. Viel Glück, Leute! Bleibt zusammen, Jungs! Hoffentlich klappt das! Stopp mit dem Gerede, Baker One! Denken Sie dran! Feuert sie nicht, bis wir in Reichweite sind! Thank you.
links. Megawan, halten Sie die Position. Megawan, kommen Sie zurück. Alle Einheiten sammeln. Alle Mann und Ruhe bewahren. Wir leiden Verluste! Ruhig, Foxman. Zebra ist unterwegs. Nicht einfach werden, liebe Leute. Na denn. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Call of Duty 2 wieder, ne? Der Mission das letzte Gefecht. Also, habt einen schönen Tag, schönen Abend und tschüss. Renia und